Moin, sind ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Im letzten Part haben wir hier uns auf dem Friedhof herumgetrieben und herausgefunden, woher denn die fütterlichen Laute stammen. Ein Ehepaar war so ein bisschen am Streiten. Wir haben den Streit jetzt fachmännisch gelöst. Oh, hier liegt ein Hund rum, okay. Und sind jetzt dann dabei, uns erstmal unsere Belohnungen abzuholen. Mach aber gerade erstmal wieder Tag. Aber man muss den Schwertschmied ja nicht unbedingt nachts heimsuchen. Ich weiß nicht, wie erfreut er darüber wäre, wenn wir da einfach nachts auftauchen. Deswegen bei Tage erstmal zum Schwertschmied und ihn einmal bedrohen, seiner Frau zu erzählen, dass er immer noch Quintkarten spielt. Irgendwas schwebt in der Luft. Wahrscheinlich ein Pups oder Wein. Unsere Herzogin, hast du die auch schon flach gemacht? Nein, flach gemacht? Hast du das nicht flach gelegt? So, mal schauen. Wird Prophet Majoran heute noch wandeln? Hier und sonst nirgends. Wupp. Das sieht ja schon mal richtig aus. Ich klaue erstmal seine Blumen. Das sieht auf jeden Fall nach Waffenschmied aus, ne? Alles hängt voll mit Waffen. Hübsch sieht das aus hier. Ja, die Waldfedo. Aber er ist nicht am Schmieden, er ist am Schreiben. Trenton, guten Tag. Der beste Stahl Toussaint. Sieh nur selbst. Oh, ich glaub die Dad, ne? Ich glaub die Dad. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir, was du hast. Ich muss mal ein bisschen Schrott verkaufen, deswegen, ne? Ich hab hier auch so ein bisschen was. Das kannst du haben und das und das und das. Und das und das und das und das. Das kannst du auch haben und das auch. Das nicht. Aber das. Iris. Die Waffe lädt sich beim Kampf mit Energie auf. Sobald sie rot glüht, wird die Energie bei einem starken Angriff mit einem besonders mächtigen Hieb freigesetzt. Dabei verliert der Angreifer einen Teil seiner Vitalität. Das ist die Waffe von Olgierd, wenn ihr euch noch erinnert. Die heben wir mal auf. Die hat echt so einen coolen Effekt. Das ist witzig. Kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Schade. Na gut. Das war's schon, mehr wollte ich von dir gar nicht. Tschüss. Ich komme wegen Louis' Schwert. Ich bin hier, um das Schwert von Louis de Corentin zu holen. Wie dreist! De Corentin ist tot. Wer bist du? Sein Bruder? Sein Liebhaber? Ja, beides. Louis hat nichts dergleichen erwähnt. Mag ja sein, aber dich hat er erwähnt. Und den Umstand, dass du gerne Gwent gespielt hast. Sehr gerne sogar. Bis deine Frau dir geholfen hat, die Sucht zu überwinden. Sie muss ein wahrer Schatz sein. Verdammt! Diese Arschgurke! Ich muss jetzt doch wieder über den Kamin hängen. Arschgurke ist schon mal geil. Die Radieschen von unten zählt. Aber es muss wohl sein. Na gut, das Schwert ist dein. Aber lass mich nicht einfach so hängen. Ich will wenigstens meine Ehre zurückgewinnen. Ein paar Ründchen um Geld vielleicht? Oh nee, kein Gewinn. Und deine Frau? Hast du keine Angst? In meinem Haus habe ich das Sagen. Frauen sind machtlos. Außerdem ist meine Frau gerade bei ihrer Schwester in Belhaven. Also, so viel zu dem Thema. Ich hab das Sagen. Außerdem ist sie gerade weg, ne? Nee, du, lass mal. Ich hab keine Karten und auch keine Lust. Nein, danke. Ich passe. Oh. Verflucht nochmal. Nein heißt nein. Jo, er hat's verstanden. Er hat's verstanden. Dein Nachsehen. Ja, ich weiß. Ich komme vielleicht mal wieder irgendwann eines Tages, wenn ich es doch gelernt habe, in meinem Game Plus Modus. Da werde ich auf jeden Fall auch mehr Gwent spielen. So, im Feuer geschmiedet. Lass uns das doch direkt mal angucken, ob das Ding was taugt. Im Feuer geschmiedet taugt was. Jo, 51 mehr Schaden. Das ist schon übel. Das können wir auf jeden Fall nehmen. Batsch, im Feuer geschmiedet, geht raus. So, dann müssen wir jetzt noch einmal zum Schlauberger oder Schlaufuchs oder wie auch immer und uns dort die zweite Belohnung abholen. Ein Quest abgegeben, zwei Belohnungen eingesackt. Coole Sache, so muss das immer laufen. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Da musst du dir drei Bierchen reinpfeifen und läuft. Harte Zeiten. Rumtreiber, hallo, ich muss immer durch die Kacke warten. Wenn ich ja jedes Mal die Stiefel sauber mache, vergiss es. Das hat keinen Sinn. Was war das denn gerade? Hat er gerade gepupst oder was? Oh ein Mann. Hexer. Ja. Nein, ihr habt doch nichts gemacht. Oder seid ihr Bestien? Wenn ihr Bestien seid, seid ihr Hack.
Oh, da ist er am Kotzen. Das habe ich mal live gesehen. Das ist echt sein Kotze-Eimer. Jo, lass alles raus, ne? Aber ich würde in den Eimer gallern. Na, egal. Ekelhaft, Mann. Das ist echt hier so eine Edelspelunke, ne? Mit Kotzeimern, allem dabei. Heute nur 3 Kästen Bier. Hallo, ich bin fertig. Auf dem Friedhof ist es jetzt wieder schön leise. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Die Gäste gebärden sich wie die Besessenen. Und die kotzenden Eimer. Vor allem dieser Irre, der ständig nur O-Drehen brüllt. Aber sag mir, was war los auf dem Friedhof? Waren es wirklich Bestien? Eigentlich war es nur ein harter Auftrag. Ich habe nur knapp überlebt. Nee, eigentlich war es nur ein Ehekrach. Wir sind ehrlich. Nein, es war nur ein Ehekrach. Was? Sonst nichts? Aber sie haben gebrüllt wie aufgespießte Iltisse. Tut mir leid, dich mit so einer Bagatelle zu belästigen. Hier, nimm dies als Entschädigung. Oh, kann ich mir 2 Bierchen kaufen, immerhin, ne? War ja unterhaltsam. Danke. So war es ja jetzt nicht, ne? So, damit wäre der Quest abgeschlossen. Wir gucken mal weiter. Bis dass der Tod euch scheidet, ist beendet. Jawoll. So, was sagt denn unsere Nebenquestliste so weiter? Ritter zu Diensten. Geh zum hexigen Kämmerer, um dich über die Einzelheiten des Auftrags zu informieren. Und gib mir eine Nachricht. Jemand sucht die Hilfe von Rittern oder sonstigen starken Männern. Es befand sich auf der Kriterien erfüllt und brach zum Ritterruhplatz auf, um hexigen Kämmerer zu sprechen. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir doch den herzoglichen Kämmerer mal sprechen. Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Ja, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Beschweren hat keinen Sinn. Ein Hexer, wir sind Hackfleisch. Okay, er pult sich gerade mit einem Messer im Gesicht rum. Wahrscheinlich in den Zähnen, aber das durch ein... Halstuch hindurch. Nein. Mutagenprobleme, Junge. Erinnerst du dich an mich? Nein. Ich hab dir Geld für Wein. Und der soll uns ja, natürlich. Er ist doch nur ein. Das wüsste ich aber, wenn du mir Geld für Wein geliehen hast. Hier findest du keine Arbeit. Jedenfalls keine bezahlte. Keine Sorge. Hier ist die Luft bei so gut, dass man die Propheten ein Hexer. Leute sind hier nur am Kotzen und Spucken, weil die sich den ganzen Tag Wein in die Figur schütten und sonst nix, ey. Das läuft bei denen. Der Onkel sagt, wenn ich böse bin, komme ich zum Hexer. Dann nehme ich dich mit und werde dich zu einem Hexer ausbilden. Wenn du denn die Kräuterprobe überstehst. Hexer, benimm dich! Denk dran, Hexer. Geschichte wird von denen geschrieben, die Helden aufknüpfen können. Jo, alles klar. Rein hier. Hejo, hejo, Ritter, die sind selten froh. Der Kämmerer belohnt dich stattlich für jede Hanse, die du besiegst. Was ist ein... Die Summe kommt nicht hin. Mistikaki! Man erfleht gar den Gnadenstoß und möchte... Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Erinnert auch wieder an Teil 1. Da haben wir die Kämmerer Kohle für die Monsterschlechtungen bezahlt. Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Wie geil, ist also wie im ersten Teil, voll cool. Es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Das ist doch geil. Du verkaufst doch auch Sachen. Zeig doch mal dein Angebot. Los auf eine Partie Quint. Woher kommt der Lohn für die Ritter? Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin Anna Henrietta schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Hab ich schon gemerkt, dass das hier so ein bisschen... Der Befehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Ja gut, dann sehen wir uns wieder, ne? Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Erfülle die Aufträge, die der Kämmerer dir gegeben hat. Ach, er hat mir mehrere... 15 Stück! 15 Aufträge! Ich komme hier nicht mehr raus, oder was? Ach ne, die Tür müsste ich nehmen. Besser ist das. Jetzt gucken wir uns mal an, wie so ein Auftrag aussieht. Wir nehmen einfach mal den ersten, der hier gleich in der Nähe ist. 500 Meters. Was kann ich tun? 15 Aufträge.
Ja, Wahnsinn. Das ist bestimmt alles so Monster umbringen, Probleme lösen, Leute retten. Was ist denn los mit dir? Will doch mal gerade gucken, wie die aussehen. So ein bisschen Dauerbeschäftigung. Wahrscheinlich ist es so random generiert. Das ist ein bisschen wie bei Skyrim, so ein Endlos-Quest. Wenn die 15 dann aufgelöst sind, gibt es einen dicken Batzen Kohle und dann neue 15 random Quests. Oh, oh. Meiner Toll, ist das nicht Geralt? Geralt, kann sie es fassen? Der Epona-Platz. Hi. Quest geht raus, oder was? Meine Augen haben mich nicht getäuscht. Und doch, Geralt von Riva, der berühmte Hexer so weit im Süden, mit all seinem Ruhm. So sieht's aus, ne? Mhm, genau der, im Süden. Mit all seinem Ruhm. Ach, was habe ich nicht schon von dir gehört. Als Meister Rittersporn in Beauclair weilte, verging kaum ein Tag, da er deine Taten nicht in Balladen rühmte. Ach, Rittersporn, ja. Ja, das ist so ein lästiger Tick von ihm. Aber was kann ich für dich tun? Ach, weißt du, mein Verlobter François Le Joff hat geschworen, mir das Haupt einer grässlichen Bestie namens Grottore zu Füßen zu legen. Aha. Hm. Hätte es ein Blumenstrauß nicht auch getan? Mit ein paar Süßigkeiten? Hexer, du spaßest wohl. Wahre Liebe will bewiesen sein, durch Heldentaten für die Besitzerin des Herzens. Ah, aber wenn dann die wahre Liebe dabei drauf geht, naja. François ist schon seit 2 Wochen weg. Daher muss ich dich anflehen, zu schauen, was aus ihm geworden ist. Würdest du? Ich vermute Hackfleisch, ne? Diese Grottore, was weißt du über ihn? Was weißt du noch über diesen Grottore, Mademoiselle? Dem Namen nach ist er ein Höhlenbewohner. Ja. Und von dort geht er jagen, wenn er Hunger hat. Nächtens schleicht er in die Dörfer, bricht die Fensterläden auf und schnappt sich die Säuglinge schneller aus den Wiegen, als sie schreien können. Hm. Nachtaktiv, lange Greifarme, intelligent. François sagte, er würde dem Abschaum ein schnelles Ende bereiten, aber nun ist er schon so lange weg. Hilfst du mir, Herr? Ich kann nicht mehr schlafen. Diese Sorge wird noch mein Tod sein. Reden wir erstmal über meine Belohnung. Ich schlage Damen in Not nur selten etwas ab. Noch seltener, wenn eine Belohnung im Spiel ist. Ach, natürlich. Du bist ja kein fahrender Ritter, sondern ein Gildenmann, ein Experte. Was verlangst du? Geld. Viel Geld. Also, wir versuchen mal direkt auf 400 zu erhöhen. Lass mal ein bisschen mutig sein. Ah, ich glaube, 400 ist zu viel. Ah, wir versuchen es trotzdem mal. Nee, 400 ist zu viel. Machen wir 380. Ein paar Kronen weniger, Meister. Nur eine Handvoll. Ich bitte dich. Eine Handvoll sind 5. Ein paar Kronen weniger, Meister. Nur eine Handvoll. Ich bitte dich. Ein paar Kronen Alter, weniger, was Meister. Los mit dir? Nur eine Handvoll. Ich bitte dich. 50 mehr sind ja wohl aber drin. Ja, diesen Betrag kann ich aufbringen. Na gut, sicher, ich sehe mal nach. Ich werde mein Bestes tun, deinen Verlobten wohlbehalten zurückzubringen. Sagst du mir noch, wo ich suchen soll? Ich vergaß, dass du von weit her kommst und die Gegend nicht kennst. Der Grottore soll in den Höhlen am Fuße der Gorgo hausen. So nah bei der Stadt? Und niemand hat versucht, ihn zur Strecke zu bringen? Ganz im Gegenteil. Viele haben das. Doch ist keiner zurückgekehrt. Meine Sorge ist begründet. Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Dann lasst uns doch mal das anschauen. Füße kalt wie Eis. Ja, dann lass uns das mal machen. Das klingt lustig. Gucken wir erstmal nach der Grottore. Bei Majorans Pfeiflunge. Ein echter Hexer. Jo. So sieht's aus. Unsere Ritter sollten sich mal lieber um die Wander gehen. Ich guck mal gerade auf die Map, wo das denn ist. Vielleicht können wir nämlich mit Schwimmen abkürzen. Oder mit einer Wegmarke. Aber Wegmarken haben wir noch nicht so viel, muss man echt sagen. Hier wäre jetzt eine, dann könnten wir... Wir können auch von den Palastgärten dann da hoch... Aber selbst dann lohnt sich's eigentlich kaum noch. Nee. Also so wirklich abkürzen ist nicht drin. Entschuldigung, ich hab's eilig. Ich muss zur Grottore. Den Adern zu so.
schwimmen wir einen kurzen Moment da mal eben rüber und rennen dann in Richtung Rotore. Und schauen mal, was das denn für ein fieses, mieses Biest ist. Und vor allen Dingen, ob ihr Liebhaber noch lebt. Klingt ja erstmal nicht so, wenn er 2 Wochen nicht wieder zurückgekommen ist. Wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit, da noch jemand Lebendes zu finden? Palastgärtenplätze, was meinst du? Bock? Los geht's, Plätze. Na los, komm weiter. Stinkig. Wer, ich? Das war aber jetzt nicht nett. Ich fühle mich ein bisschen beleidigt jetzt. Hat er mich als stinkig beleidigt? Gut, vielleicht meint sie sich auch Plätze. Oder sich selbst. Hat gerade mal so an ihrer Achsel gerochen. Stinkig, naja, kann sein, dann musst du mehr duschen. Kunst ist nicht das Brot, sondern der Wein des Lebens. Die Frauen Beauclair sind die besten der Welt. Die Frauen aus dem Norden waschen sich angeblich nur einmal die Woche, ich sag's dir, ne? So, hier entlang. Oh, Plätze, nicht abdrehen, alles für gut. So ist gut. Nee, so ist gar nicht gut. Plötzlich tilt wieder. Oh je, was ist das hier für ein Ort? Also so querfeld ein reiten ist nicht so. Komm, Plätze, komm. Nicht so der Burner. Jo, gemütlich hier entlang. Wir nähern uns dem Ziel. Oh, das sieht doch schon nach Lager aus. Moin. Da ist er doch auch schon. Hallo. Jo, du siehst ja richtig am Arbeiten aus. Hier Wein dabei, ne? Jo, da wird getötet, würde ich mal sagen. Was ist das? Brief von Jacquette. Irgendwas und Brief an. Gucken wir erstmal an. Von. Erstmal den einen Brief lesen. Liebster Frances. Es ist bereits eine Woche vergangen, seit meine Augen dein schönes Gesicht zuletzt gesehen haben, Liebster. Ich weiß, dass dich wichtige Ritterangelegenheiten in der Ferne halten, aber wie schaffst du es, die schreckliche Qual unserer Trennung zu ertragen? Mama fragt jeden Tag, wann du uns das nächste Mal besuchen kommst, und Papa sagt, er könne es kaum erwarten, dass du auf den Knien um meine Hand anhältst. Ich erkläre ihm, wie sehr beschäftigt du bist, aber in Wahrheit wünsche auch ich mir von ganzem Herzen, dass du vor mir kniest und ich endlich Ja sagen kann. 1000-mal Ja. Für immer in Liebe, deine Jacquette. Jetzt von Brief von ihm an sie. Liebe Jacquette, ich habe sehr, sehr viel nachgedacht und endlich weiß ich es. Um dich wirklich zu verdienen, muss ich erst beweisen, dass mir die Ehre gebührt, deine Hand zu gewinnen. Du sollst wissen, dass ich den Ritterschwur geleistet habe, nicht eher zu ruhen, bis ich dir den Kopf von Grotore, dem fürchterlichen Monster, das noch nie besiegt wurde, auf einem Silbertablett serviere. Klingt ja schon, das sind ja schon beste Prämissen, ne? Suche bitte nicht nach mir, sondern erwarte meine Rückkehr als ruhmreicher Monsterschlechter. Hochachtungsvoll, dein Frances. Ja, dann, ich muss sagen, Frances, wie sieht's aus? Ja, sieht höchst beschäftigt aus, würde ich mal sagen. Puh, du hast mich fast zu Tode erschreckt, Fremder. Sorry, ich wollte dich nicht bei der Arbeit stören. Dich. Und was wirst du im Wappen? Geralt, kein Wappen, kein Leitspruch, nicht mal ein Helmbusch. Ich bin ein Hexer. François Le Joff nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich fürwahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Ja, das sieht man, bist gut dabei, ne? Hm. Indem du vor der Höhle schläfst, 2 Wochen lang? Das nennt man Ruhen, Kräfte sammeln. Ich war vielleicht etwas zu ausführlich, aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Ja, wenn du das sagst, so, wir machen jetzt eben erstmal kurz einen Break hier und machen dann gleich direkt einfach weiter. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei den Däumlein da, Kommentar und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und schauen mal, ob wir uns denn Grotore stellen und warum er sich denn hier so viel Zeit lässt. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.